Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Es geht weiter hier in unserer hoffnungslosen Kolonie. Jo, und inzwischen sind wir hier wieder so weit, dass wir hier fast wieder alles zugebaut haben hier oben. Und hier haben wir auch dicht gemacht. Unsere Sauerstoffkühlung ist jetzt in Betrieb hier. Mir ist nur aufgefallen, ich habe den Sensor hier noch nicht eingestellt. Er steht noch auf Standardwert. Wir sagen jetzt einfach mal, wenn der Sauerstoff 20 Grad hat, unter 20 Grad ist es okay. So, jetzt geht das Ventil nämlich zu. Und jetzt oszilliert es erstmal hier eine Weile. Na, das sollte man noch ein wenig warten, weil wir haben ja hier die... Wir sind ja noch nicht so weit runtergekühlt. Das ist das Problem. Wir machen das mal so. Wir lassen es erstmal da über noch. Weil 30 Grad ist jetzt auch nicht verkehrt. Wir können das zwar auf 30 Grad hochsetzen, weil ich möchte halt so bald wie möglich auch wieder mit den Raketen starten können. Ne? Und das ist im Moment halt nicht möglich, weil der Sauerstoff da noch nicht voll ist. Gut, es wäre eine andere Möglichkeit gewesen, das halt auch so zum ewigen Tank rauszunehmen, aber ja. Das wollen wir eigentlich nicht. Da müssen wir jetzt auch erst mit einer Leitung legen. Ihr kennt es ja, ne, das Problem. So, was haben sie hier gemacht? Da sind sie auch noch nicht sehr weit gekommen. Muss ich jetzt mal die Leute rügen. Muss ich echt gerade mal die Duplikanten rügen. Also das hätte ich mir jetzt mehr erwartet, dass hier mehr passiert. Da muss ich ja schon fast schimpfen. Ja, müde. Ja, was, hast du denn nicht geschlafen oder was? Oder wie? Oder wo? Na gut, es kann auch sein, dass mittlerweile die Schnarcher wieder durcheinander geraten sind. Ja, wobei, ich habe eigentlich einen Schnarcherplan. Ja, nee, das ist nicht ganz nied und stichfest. Normal müssten die Schnarcher einen eigenen Raum haben. Aber da müsste man halt auch wieder. Na gut, vorbei. Nee, eigentlich nicht einen eigenen Raum, das ist gerade der Fehler. So, hier oben geht es dann mal weiter. Wir planen hier Türen. Ich mache hier aber mehrere Türen. Ich mache hier wahrscheinlich drei Türen. Nehmen wir jetzt sogar vier. Ich weiß, es ist ein wenig übertrieben, aber ja, immerhin. Da würdet ihr euch jetzt fragen, ja, dann kann doch hier eigentlich fast kein Dampf mehr durch. Ich mache den Luxus jetzt aber trotzdem. So, die beiden hier Dinger sind mittlerweile befüllt. Dann heißt, wir können die zerlegen. Dann können wir hier mal weiter planen. Da wollen wir auf jeden Fall die Luft rauspumpen. Ich glaube, für den kleinen Raum reicht eine einzige Pumpe. Da machen wir jetzt auch keine isolierte Leitung. Das ist natürlich Quark. Das wird reichen, wenn wir es bis hierhin pumpen, hier das Ganze. Weil da ist ja eh die Schleuse. So. Und das braucht wieder Strom. Ja. Brauchen wir jetzt erstmal einen Baustrom sozusagen. Gut, ich meine, hier brauchen wir später so oder so Strom. Da ist mal schauen, was die nachher da noch an Strom zusammenziehen. Es braucht Strom. Ja gut, da wird man gleich mal die richtige Stromleitung verlegen. Hm. Ach so, ja, da haben wir jetzt keine weiteren Trafos mehr. Zur Not würde ich die ganze Sache hier mal umklemmen. Dass ich da extra einen neuen Trafo für baue. Ja gut, es muss so oder so passieren. Hat das schon wieder beschädigt. Ist das... Irgendwie, ich glaube, ich muss wirklich mal mit der Stromstärke runtergehen hier. Ne, Spannung eigentlich. Eigentlich ist es Spannung. So, jetzt gucken wir mal, ob mein Mod funktioniert. Jawohl. Dann kopieren wir nämlich das ganze Werk hier wieder. Zack. So, hier möchte ich, dass die Batterie zuerst gebaut wird. Damit ich da sofort die Einstellung übertragen kann.
Und ich glaube, wir machen es uns hier ziemlich einfach. Wir machen ja dann das Kabelbündel. Also, weil sonst müsste ich da jetzt extra wieder Leitern bauen. Ich würde jetzt die Leitung so rüberziehen. Aber dann müsste ich da wieder extra. Mache ich die Leitung hierfür. Dann brauchen wir hier eine Leiterkabelbrücke. Und das andere Kabel, also das Kabel, machen wir es doch einfach so. Das ist echt ein bisschen blöd, muss ich jetzt sagen. Das gefällt mir halt wieder nicht, wenn das dann so gebaut ist. Ach komm, was soll's. Wir machen hier das so hoch. Das hätte ich jetzt aber schon. Priorisiere ich mal. Dann zwicke ich nämlich das hier durch. Hier mache ich es dann so. Das machen wir wieder weg. Dann sieht es wieder einigermaßen sauber aus. Von hier, von dem Kabel, das ist ja dann schon fertig. Geht es hier mal nach unten. Warte mal, da müssen wir hier auf die Höhe kommen. Ziehen wir das hier durch. So. Dann brechen wir das hier ab. Dann haben wir nämlich wieder schöne Formen hier. Tschu-tschu. Ja, da wird wieder entgast hier. So, dann können wir die Pumpe auch mal kurzfristig. Aber hier, na gut, der direkt, ist egal. Wir können das ja wieder wegräumen, das Material. So, hier, die können wir auch schon mal hier mit Kabel versehen. Nehmen wir mal an, dass die auch 120 Watt brauchen. Aber wir können ja mal ganz kurz nachgucken. Wir haben ja sowas schon mal. Ja, was, ne, zerlegt haben wir es noch nicht, ne? Das haben wir hier bei dem Forschungsgedöns gehabt. Wie ist es denn? Hier oben. 120 Watt. Ja, schon wieder Stromkreis überlastet. Wenn ich den Moment halt wirklich mal abfangen könnte, wo das dann auftritt, dieses Problem. Okay. Da war ich zu hoch. Deswegen kann die Brücke hier nicht gebaut werden. Mein Fehler. Dann können wir die auf jeden Fall noch hier auf die Leitung mitnehmen. Dann sind wir nämlich bei 8 Stück. Dann sind wir immer noch in der sicheren Zone auf allemal her. Ja, wir machen jetzt hier keine elektrische Tür rein. Die sind schön und gut, aber das bisschen, was da müsste schneller zu- oder aufgehen, das, ja, das halte ich jetzt für marginal sehr wenig hier, dass man es bräuchte. Gut, das haben wir geregelt, das heißt, es wird hier dann immer wieder sauber gemacht, wird wieder eingespeist sofort. Das Wasser, das bleibt dann, das ist frisch. Das Wasser wird verbraucht durch die Ölraffinerien da unten, also die hier Öl fördern. Dann brauchen wir hier noch Sauerstoffleitungen.
Ja gut. Das machen wir so. Nee, machen wir nicht so. So. Und hier so. Wir wollen das jetzt hier nicht in einer Leitung so haben. Wir führen die hier so zusammen. Und ja gut, hier kann sich's gabeln. Da könnte ich jetzt eine Gasbrücke reinbauen. Macht das Sinn? Das wird sich hier ohnehin hin und her gabeln. Also von daher ist es eigentlich egal. Dann machen wir das ganz normal hier als T-Stück. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir hier Sauerstoff herkriegen. Ja, wir hätten hier eine Leitung, die hier. Die könnte man anzapfen, bevor das in den Tank läuft. Weil die ist ja noch nirgendwo, ja. Das können wir machen. Ich meine, wenn wir da jetzt noch weiter solche Sauerstoffräume bauen wollten, wäre jetzt hier eh nicht mehr möglich, weil da das Kästle da steht. Das kann man zwar abzerlegen hier, aber das möchte ich nicht. Es bleibt. Das heißt, hier machen wir dann später eine Brücke rein. Lass ich mal schauen. Ja gut, da muss ich hier halt kurzfristig eine Leiter hochbauen. Das überleben wir auch. Dann gehen wir aber hier längs. Lassen die hier durchlaufen. Halt. Halt. Nee, ja gut, nee, ist egal. Lassen wir es bis dahin weiterlaufen. Dann würde ich sagen, läuft es hier durch den Tank durch. Da sparen wir uns nämlich da ein bisschen Leitern hier. Ne, wobei, stopp. Da haben wir ja gar keinen Zugang. Kein Zugang unter dieser Nummer. Oder so ähnlich. So, dann hier. Ja, dann werden halt dann jede Menge Leitern, die wir dann zum Schluss wieder zerlegen müssen. Oder wir bauen hier. Nee. Ich habe gerade an Chat-Anzüge gedacht. Ja, die gehen ja jetzt nicht her und holen sich oben einen Chat-Anzug, um den dann hier unten zu benutzen. Manchmal habe ich da aber auch schon einen rumfliegen sehen mit. Mir gedacht habe, der tut aber weit. Also hier brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht, weil das können ja hier durch die Leiter gebaut werden. Warte mal, was ist denn? Hier ist ein bisschen Wasser. Okay, das können wir aber aufwischen. Das stört mich hier nämlich. So, ab da müssen wir dann hier wieder eine Leiter hinbauen. Warum mache ich das eigentlich immer so dämlich? Nachher habe ich nämlich wieder hier das Bauwerktool nicht ausgewählt und dann muss ich wieder mit dem Abbruch rummachen hier. So, machen wir das doch nebendran. Dann hat sich der Valentin. Ja, wer ist denn bitte dieser blöde Valentin? Ja, das ist jetzt zwar weiß, aber wir haben ja gar keinen Zugang. Das hat er noch nicht realisiert. So, Das ist im Prinzip auch nur eine Bauleiter dann, wenn man es mal so will. Die dann zum Schluss wieder wegkommt.
So, jetzt haben wir hier noch CO2 drin. Jetzt könnten wir es auch noch so machen. Wo sind der letzte Dinger? Wobei, da gibt's, es gibt eigentlich keinen letzten Dinger, ne? Ja, das ist halt Problem. Also da wird erst Sauerstoff rauskommen, wenn die Anzüge versorgt sind. Beziehungsweise man könnte auch, dass zuerst der Raumdruck hergestellt wird. Und dann, ja, das könnte aber so ein bisschen die Sauerstoffversorgung wird die Anzüge hier ein bisschen damagen. Das ist nicht so toll. Ja, nee, wir machen's so, wie ich sie mir jetzt gerade denke. Wir machen hier jeweils am Ende von so einem Rohrdings. Machen wir hier einen Lüftungsauslass raus. Hier machen wir auch einen hin. Mein gut, der Raum muss sowieso vakuumiert werden dann. Ach, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich muss die Tür, muss ich ja mal auf Dauer aufmachen hier. Bis da dann das ganze Zeug abgezogen ist. Dann brauchen wir aber eigentlich hier erstmal, um hier ein Vakuum, also um erst einmal hier das Kohlendioxid rauszuholen. Ja, da könnten wir es aber eigentlich auch gleich so machen, dass wir die Pumpe schon mal fest installieren hier. Die kommt dann unten hin, weil CO2 ja mal am Boden fällt. Also eigentlich so, oder? So dürfte eigentlich okay sein. Dann würde ich aber sagen, mit einem und so weiter und so fort. Also einmal ein Gaselementsensor. Auf welche Höhe hänge ich denn den? Ja, eigentlich sollte ich halt pumpen, wenn CO2 vorhanden. Ja, doch, wir nehmen einen Drucksensor mit. Ich habe mir gerade überlegt, eigentlich bräuchte man einen Drucksensor jetzt nicht unbedingt. Wo ist denn der? Hä? Wo ist der Gasdrucksensor? Hydro. Ach, Atmo. Bin ich doof. Manchmal, aber auch nur manchmal, ne? Ist man ein bisschen Lied im Kopf. Und bauen wir auf die Seite. Also müssen wir mal gucken, wie wir das und hier reinpacken. Und Gitter, Gatter, Gutter. Da wirst du vergattert. So. Rotate. Dann machen wir das so. Ja, das ist doch so primo. Dann ist es kompakt verbaut. Ja, wobei. Ist ja egal. Wir haben ja Kabel. Wenn das alles mit Funk übertragen werden müsste, würde ich mir Gedanken machen. So, jo, das ist die Pumpe. Ja, dann habe ich trotzdem hier den Fehler gemacht. Ich glaube, den Gasabzug, den machen wir dann noch der draußen. Dann machen wir hier nochmal eine kleine Umplanung. Das muss keine isolierte Leitung sein. Nee, das ist Quark. Dann lassen wir die hier durchlaufen. Den Abzug, den zerlegen wir wieder. So, dann machen wir hier aber noch wieder unsere bekannte Steuerung rein. Ja, das ist ja hier aber ein bisschen blöd. Weil die Leiter hier im Weg ist eigentlich. Ja, dann machen wir es eben so. Dann machen wir hier so einen kleinen Umweg rein. Ja, die meisten von euch wissen jetzt wahrscheinlich, was jetzt hier wieder kommt. Das wird jetzt praktisch wieder eine automatische Ausfilteranlage ohne Stromverbrauch. Es gibt auch die Gasfilter, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe die schon ganz lange nicht mehr gebaut. Ich habe die schon sehr lange nicht mehr gebaut.
Man kommt einfach irgendwie auch ohne. Das ist so praktisch, dass man hier das praktisch eigentlich nur mit Steuerstrom baut. Und dieser Steuerstrom, der braucht ja keine Batterie, ne? Ja. Der kommt irgendwie, halt wird erzeugt, ja. Das wollen wir auch nicht weiter hinterfragen. Normalerweise bräuchte es dafür einen Sensor oder so, ja, auch einen Strom, ne? So, Rohrgasdetektor. Und da brauchen wir wieder eine nicht, weil wir wollen den Sauerstoff hier im Raum drin lassen. Und den CO2, den wollen wir ausfiltern. So, wo ist es nicht? Hill? Hat sich versteckt, hier ist es. Wollte gerade sagen, das gehört doch zu den ganzen Schaltelementen hier. So, einmal nach oben guckend. Das Ding hier. Sieht ja eigentlich aus wie so ein Ausrufezeichen, wenn man es unten noch andersrum dreht. So. Ja, was ist denn im Moment los? Wo bauen die eigentlich gerade? Ich sehe hier keinen einzigen Duplikant, der hier irgendwas treibt. Ah doch, hier machen sie. Und ja gut, das werden sie wahrscheinlich auch noch rumpumpen hier. Warte mal, mittlerweile darf man das aufwischen. Ja, es geht. Wir machen das einmal. Ach, ein Fisch. Ja, ich denke gerade, was macht denn dieser Flap, Flap, Flap? Den haben wir aufs Trockene gelegt. So, und jetzt sind die auch wesentlich schneller hier unten, ne? Vor Ort hier. Na, hier haben wir ja auch schon den Druck ziemlich runtergefahren. Ja, ist gut so. Ich habe da jetzt extra keinen Sensor drin. So, wenn das hier noch beschleunigt werden könnte, das wäre sehr lieb. Ja, da muss die Leiter beschleunigt werden. Ja, die haben so viel zu tun hier eigentlich, ne? Aber ihr seht ja, was läuft. Oder bauen die hier wieder was oder so? Ne, da bauen sie nicht. Ach ja, da brauchen wir auch noch Leiter. Ja, ich mache natürlich wieder einen Fehler, dass ich das auf die Leitung baue, die Leiter. Ja, da mache ich jetzt extra keine Verbindung hin. Die sollen hier oben rumgehen dann. So, also das dürfte jetzt kein Fehler werden hier, wenn ich jetzt hier hergehe. Das schon mal anschließe an das System hier. Dann vergessen wir das nämlich nachher nicht. So, mittlerweile haben wir hier wieder hier volle Speicher. Der Speicher war, glaube ich, einfach nur ein Überschussspeicher, oder? Ja. Der war einfach nur ein Überschuss vom Überschuss. Und da ist hier noch mehr Überschussspeicher. Geht ja zur Kühlung, beziehungsweise hier zur Energieversorgung. Ja, wobei die Kühlung hat, glaube ich, nochmal einen extra Tank. Oder? Wenn ich mich nicht irre, hatte ich da nochmal extra einen extra Tank. Und das ist, glaube ich, Erdgas. Ja, hier ist Erdgas gelagert. Ah, hier sind wir ja. Doch, da ist einmal extra Tank hier jeweils. Hier für Wasserstoff, für den AETA hier oben. Alles hier geregelt. So, wie schaut es denn eigentlich jetzt mittlerweile aus? Okay, der Druck ist jetzt hier mittlerweile schon unter 2 gefallen. 2 Kilo. Das finde ich hervorragend. Sehr, 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 sehr schön. Also langsam, ja, so langsam kriegt man hier das auch wieder raus hier, ne? Denn das CO2. Aber ja, wie gesagt, nur langsam eben. Ja, jetzt ist es mittlerweile ganz kaputt hier oben. Ah, da geht noch viel mehr kaputt. Also gut, dann müssen wir hier natürlich auch wieder ein Reparaturteam reinschicken. Das heißt, wir erhöhen hier wieder den Gasdruck dann. Jetzt, wie schaut es denn eigentlich hier aus? Also hier sieht man immer wieder, dass hier was verflüssigt wird. Aber wir haben ja keinen Zufluss momentan. Den habe ich ja immer noch abgezwickt. Ja gut, dann frage ich mich aber eigentlich, wenn... Nee, müsste schon funktionieren, weil... Da springt ja dann hier die Stromversorgung an. Hier genau, die verbraucht hier Wasserstoff. Ja, ja, doch ist alles okay. Und wenn das mal nicht so viel Wasserstoff gibt und die Tanks leer werden hier, dann springen die Petroleumgeneratoren an. Genau, so war es geplant. Muss mir da nur manchmal wieder selber dran erinnern, wie ich das denn gebaut habe.
So, da müssen wir jetzt leider hier nochmal aufreißen oder wieder mal aufreißen. Und dass wir hier wieder reparieren können. Ich mache erstmal sicher auf hier, was wir sicher aufreißen können. Und dann wird man da wieder einen Teil der Kolonie mit frischem Sauerstoff tiefgekühlt fluten. Warum ist denn das noch nicht gebaut? Warte auf Lieferung. Aber müsste doch eigentlich vorhanden sein, oder? Ansonsten, nee, das ist schon Sandstein. Ansonsten hätte ich das irgendwo aus der Leiter rausgezogen, was wir so wollen. Weil die meisten Leitern hier sind schon aus Sandstein gebaut. Ansonsten haben wir sie ersetzt gegen Plastikleitern. So, was hat denn eigentlich der Drucker? Der ist jetzt schon wieder ewig lang hier im Betrieb. Allergien. Nee, wir haben Blumenduft in der Kolonie. Flatulenzen. Nee, vergiss es. Da kannst du dekorieren, ist sowieso so ein Attribut, was überhaupt ist. Frühaufsteher ist doch geil. Von Natur aus stilvoll, aber anämisch ist natürlich schon wieder ganz schlecht. Bis der hier das trainiert hat auf dem Schutzanzug, kannst du vergessen. Das Amari, das ist auch ein neuer. Hat Nails eine neue Frisur oder hat er die schon immer gehabt? Hilfst du mit Heilpillen? Ach komm, wir nehmen die Heilpillen, da haben wir schon 6 Stück. Was soll's? Alles klar. So, wartet mal, hier liegt ja noch so ein Monolith rum, ne? Und ein Roboterarm, Tornadofelsen. Was macht denn hier so ein komisches Geräusch? Ist das ja der Felsen oder was? Ich weiß es nicht. Also es macht das hier so ein komisches Geräusch hier. War noch nie so richtig aufgefallen. Oder macht es die Entsalzungsanlage? Das kann natürlich auch sein. Wir könnten noch ein paar Podeste irgendwo aufstellen für dekorative Zwecke. Das ist so die Frage, wo? Was wird denn hier gemacht? Achso, der macht hier Strahlungspillen. Ich habe die auf unendlich gestellt. Da liegen 15 drin. Ja gut, apropos. Haben wir noch irgendwer, der die Strahlungspillen hier einnimmt überhaupt? Einfach so aus Jux und Dallerei. Ich mache eine Pause, weil sonst schnalzt es mir wieder rüber. Das ganze Register. Strahlungspillen, die grünen Dinger hier. Ne, es hat keiner im Moment die Erlaubnis. Also dann produzieren wir die ja für die Raketen. Und wenn das hier jetzt mehr werden, dann ist das hier ein Anzeichen dafür, dass wir genügend haben in den Raketen momentan, ne? Ja. Sehr schön. Haben jetzt hier lauter Schluckfische drin. Tatsächlich. Na, nicht nur, aber das wundert mich. Vorher waren es noch diese hier, diese tropischen. Da war das Wasser aber auch, glaube ich, ein bisschen wärmer. Ja, es ist in Ordnung. Ja, man sieht, wie sich so manches immer wieder wandelt hier in der Kolonie, ne? Wandelbar. So, okay. Graben. Und zerlegen. Ich meine, wenn da nicht so viel Abyssalit hierbei wäre, hätte ich das ja wieder mit einem Graberoboter machen können. Aber ja, ihr seht's ja, ne? Da ist leider zu viel, wo ich von Hand graben muss. Na, graben, ja, und dann müssen wir das auch wieder aufräumen hier. Sind wir beim Abyssalit, nicht Abyssalit, Neutronium, ja. Will es nicht schon wieder erwähnen, aber ja, ihr wisst's. Also die meisten wissen es, die mir bei mir regelmäßig zuschauen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Also, das geht einfach hier nicht voran. Hier geht's nicht voran. Und dabei sind wir hier 31 Duplikanten. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
So, stromtechnisch. Da können wir das jetzt trennen. Weil sonst haben wir hier ja einen Kurzschluss. So, die Batterie, ja, das ist jetzt eh schon fertig. Eigentlich wollte ich, dass die fertig ist und das dann vorher einstelle. Na, da haben wir den Apparillo. Den hat es auch nicht übernommen. Ja, ich habe das aber, glaube ich, schon mal irgendwie nochmal angewendet. Ich gehe nochmal zur Sicherheit her und ziehe das über die ganzen Dinger nochmal drüber. Jetzt ist nämlich auch das, dass wir da Trafos haben, die nicht hier geprüft werden und deswegen hier immer wieder vermehrt jetzt hier Sachen beschädigt werden vom Stromnetz. Ne? Das weiß man ja nie. Weil das kopiert die Einstellwerte natürlich nicht mit. Gut, jetzt haben wir heute eigentlich nicht wirklich weiter geplant, aber ja, es sind einfach Bauaufträge, die abzuarbeiten sind. Jetzt tut hier schon der Luft, die Luft praktisch hier flüssig werden. Ja, da möchte ich mal aufräumen. Na, da wird eh wieder was runterblumsen. Das ist leider nicht zu vermeiden. Ich kann es halt immer noch nicht nachvollziehen, obwohl ich hier einen Stopp gemacht habe. Der ist auf 200. Dann soll er den Dinger nämlich zumachen. Hier ist doch genug Luft, warum tust du denn hier so schnaufen? So, die Gasleitung, die kann ja hier schon mal repariert werden, oder? Ja, egal aus was für Material die ist, oder wenn es jetzt aus der Isolierung wäre, dann hätte man wahrscheinlich das Problem nicht, weil dann, das bleibt da drin dann ewig auf der Temperatur, das es hat, weil Isolierung überhaupt maximal nichts mehr an Wärme austauscht. Aber das haben wir halt nicht. Aber das wäre halt hier nochmal eine Erweiterung, wo man hier einbauen könnte, damit hier nie wieder was kaputt geht. Ach so, ja, das Blei ist jetzt weg. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt hier weiter aufmache, dann fliegt mir das Blei auch weg. Na gut, die 100 muss ich halt opfern. Ah, da kommt Gosmin mit der Reparatur. Ja, ich weiß, es ist kalt. So, jetzt tun wir wieder ein bisschen Sauerstoff hier raus. Das ist schon auf 9. Na gut, da hätten wir jetzt auch Aluminium, aber... Ja, wobei... Da haben wir damals Bleiziegel genommen, weil man, glaube ich... Ich weiß gar nicht, wo dran es lag. Irgendwas haben wir gehabt und irgendwas haben wir nicht gehabt. So kommt er dahin. Aufträge, ja. Also steht hier Nummer 1 bei zwei Leuten.
Dauert nur noch ein bisschen. Ja, und dann ist gleich wieder Feierabend, ne? Ich kenne euch doch. Ah, Gossmann hatten. Stopp. Bird, es ist zwar schön, dass du das machen willst. Aber du nimmst jetzt mal eine ganz lange Reise hierhin. Dass du mal da beschäftigt bist. Ich hoffe, dann ist Gossmann bis dahin da. Ich glaube, da kommt sie, die Gossmann. Geht hier durchs Lager durch, naja. Gibt auch keinen anderen Weg, großartig. So, jetzt ist das Ganze wieder repariert. So viel Sauerstoff ist jetzt hier nicht ausgedrungen. Okay. So, dann haben wir das wieder. Auf die Hoffnung, dass es nicht wieder irgendwie sich hier ausdehnt in der Leitung oder in der Leitung flüssig wird hier. Ich meine, gut, das können wir nicht verhindern. Ja, es ist. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass wir das hier oben aus Metallziegeln bauen. Immer. Weil, ja klar. Irgendwann geht halt der ISO-Ziegel durch, ne? Ganz klar. Dauert lang, aber irgendwann ist halt auch mal das Material hier durchgekühlt. Warum ist die Dampfmaschine noch nicht gebaut? Na echt jetzt hier? Die haben ein bisschen mehr Arbeit jetzt hier im Moment. Sind die auch schon gestresst oder sonst was hier? Nee, dann hätten sie ja Stress, haha. Es ist auch noch hier im Bau. Ach, die machen jetzt hier rum. Ja, okay. Ja, es ist im Moment, es ist ein kleines Argument. Ja, klar. Aber das ist ja Grabarbeit und keine Bauarbeit. Na, wobei, wenn es beide sind, dann, ja. Ach, hier haben wir wieder einen kleinen Dekorfehler. Machen wir noch eine Leiter. Kann das nämlich ja nicht abgegraben werden. Das ist wahrscheinlich auch wieder was geschmolzen, oder? Ja, ganz eindeutig. Es kann nicht anders sein. Gut, ich glaube, ich lasse das Spiel dann mal ein bisschen weiterlaufen. Es lohnt halt jetzt halt hier weiter zu planen, ne? Und noch mehr Aufträge zu vergeben. Ja, ich muss es einfach mal laufen lassen, denke ich mal. Dass hier was vorangeht. Ja, egal, Leute. Also, wir haben jetzt weiter. Ihr habt es gesehen, was war. Ich hätte ja gern weitergebaut im Ganzen. Wir haben ein bisschen weitergearbeitet, aber ja. Zumindest die Anschlüsse haben wir schon mal getroffen. Es werden noch mehr Anschlüsse kommen. Ja, da müssen wir dann eh mal gucken. Wir brauchen ja einen dauerhaften Wasserzufluss für den Reaktor dann. Da müssen wir mal gucken. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis denn, euer Lego. Tschüss.